Hallo, willkommen zu einem neuen Video. Eine weitere Skizzenbuchtour. Yay. Ja, das kleine Skizzenbuch ist auch endlich voll geworden. Es hat diesmal nicht 2 Jahre gedauert, sondern nur 6 Monate. Nur hier vom 1.4.2019 bis zum 8.11.2019. Es wäre sehr lustig gewesen, wenn ich am 4.11. fertig geworden wäre. Aber hat leider nicht geklappt. Ja, ich habe das hier vorne ein bisschen schön gemacht. Das ist nicht nur ein Skizzenbuch, sondern auch mein Notizbuch, also ist da auch ziemlich viel dran geschrieben. Aber das können wir ja ignorieren. Das war die Testseite. Und hier diese ganzen Skizzen, die ich für Instagram mal gemacht habe, als diesen Was soll ich zeichnen? Poll gemacht habe. Und dann, ja, kam das dabei raus. Das ist relativ viel. Ich glaube, das habe ich eventuell auch schon mal gezeigt, aber ich weiß es nicht mehr sicher. Ist ja auch schon was länger her. Das ist das Letzte. Wenn man hier Osterkarten, wer was bekommt, wer welche bekommt und bla 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 bla. Das war für Wettbewerb, da habe ich mir überlegt, was ich dafür machen kann. Ja, wie zählt man einen hässlichen Blumenstrauch? Das hat Cecilia Arzt gezeichnet. Das war in einem Wartezimmer, so wie es aussieht. Ja, es riecht nach Banane. Es ist interessant. Das ist mein Ussi Maggie, den ich schon wieder seit Ewigkeiten nicht gezeichnet habe, also wohl seit Juni. Das hier mag ich irgendwie noch immer ganz gerne. Das war ein Zug. Ja, das ist ja auch so mein Skizzenbuch, was ich mal mit nach draußen nehme. Das zeichne ich eigentlich nie rein, wenn ich zu Hause bin, halt nur wenn ich unterwegs bin. Oder auf Arbeit. Hier ist auch mein Berichtsheft drin für die Ausbildung. Also da ist dann ziemlich viel das Geschriebene. Und natürlich der Inktober, also die Planung dafür, was ich an welchem Tag machen will und so weiter und so fort. Das war hier schon für den Inktober. Der Ring, das hier sollte für Heiser sein und das war einfach nur irgendetwas. Hier ist Frigga, da habe ich am Ende das hier genommen. Ja, also meistens kamen die entweder sofort oder ich habe erstmal aufgeschrieben, was ich machen möchte oder machen kann und dann da irgendwie eine Idee raus gemacht. Ein bisschen Anatomie immer hier reingekritzelt. Das waren Sachen, die ich mir im Kunstpark kaufen wollte und auch größtenteils gefunden habe. Ja, Ornament. Ich hätte das hier besser machen sollen, weil das ist so hässlich geworden. Das hier wollte ich eigentlich auch immer noch mal umsetzen mit Misfit, aber das habe ich ja nicht gemacht. Ich habe dann Wednesday genommen. Aber das will ich trotzdem noch machen. Vergessen, wann. Treasure. Naja, da. Ha, Jim Hawkins. Letztes Mal wusste ich es nicht mehr, jetzt weiß ich es wieder, weil es da steht. Ja, das ist natürlich ein Erfolgsmoment. Ja, das Skizzenbuch ist nicht so spektakulär, aber ich wollte es irgendwie trotzdem mal zeigen, weil es halt so mehr so ist, wie man Ideen findet und bla. Voll. So ist es irgendwie am einfachsten, an Ideen zu entwickeln. Das sind Sachen, die ich noch machen will für YouTube, aber
bestimmt nicht hinbekomme. In der 3-Marker-Character-Design-Challenge. Mit Highlightern. Was anderes gab es im Büro nicht. Diese X waren immer dafür, dass ich ja nicht auf die Seite zeichne, weil ich wollte nicht, dass es dahinter dann irgendwie hässlich wird, weil ich mochte die Zeichnungen. Ja, das habe ich ja total verhauen, dieses Einigen-Toba-Ding. Das sah so hässlich aus. Ja, das war eine sehr schöne Idee. Das habe ich auch noch umgesetzt als, also mit Postgres, das war im letzten Video drin. Das war in meinem Arztwartezimmer. Das ist im Büro. Ich habe unser Telefon gezeichnet. Dieses merkwürdige Froschplüschtier. Ja, mein toller Taschenrechner und der Fuß von Spider-Man. Ich habe Spider-Man als Desktop-Hintergrund. Und das war auch schon das Letzte. Yay. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch einen Daumen hoch da, für mehr ein Abo. Nicht drunter. Und dann bis zum nächsten Video. Tschüssi.